Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Es geht weiter mit der Rennpistenraserei. Boah, hab ich da Bock drauf. Gab ja auch in Super Mario World, gab's ja so ein Rennpistenlevel und ich bin mal gespannt, wie sie das hier gemacht haben. Wie man es wahrscheinlich erwartet mit dem Auto und einer Bestzeit, die man fahren muss. Aber welche Feinheiten das Level besitzt, bin ich sehr gespannt. Weil ich würde mir wünschen, dass es... Aua. So. Ich würde mir wünschen, dass es nicht einfach so ist, dass man dann durch den Level durchfährt und das war's. Sondern dass es hier noch irgendwas zu tun gibt, irgendwas Bestimmtes. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bronze 1 Minute, Silber 40 Sekunden, Gold 25 Sekunden. Man kann sogar einfach so durch den Level laufen. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Also hat man sogar zwei Möglichkeiten, um ein Level zu spielen. Einmal mit dem Auto, einmal ohne. Aber wir machen es natürlich mit. Wir machen das natürlich mit. Okay, nice. Let's go. Nein. Ah, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass man hier irgendwo was wahrscheinlich ausweichen muss. Nice, okay. Und wir haben die 23 Sekunden erreicht, also unter 24 Sekunden. Und dafür gibt es ein Waddle-Dee. Gibt es mehrere Strecken? Muss ja, ne? Ja, guck mal, da hinten geht's weiter. Haben wir schon? Nein. Okay. Ja, sein können, dass wir schon eine weitere Mission entdeckt haben. Ich möchte mich nochmal kurz hier umschauen. Einen Moment. Ich möchte auch kurz auf der Strecke schauen. Einen Moment. Nichts überhasten hier. Sonst muss ich hinterher wieder 5000 Dinger nachholen. Oh Mann, ey. Dieses Spiel. Ja, okay. Gehen wir weiter. Ich wollte nur kurz zurücklaufen. Und falls es dann wirklich irgendwas in der Mitte der Strecke geben soll, dann hole ich das halt nach. Kein Problem. Aber ich möchte es zumindest versucht haben, alles mitzunehmen. Nicht, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter nochmal hätte zurücklaufen müssen, um irgendwie was einzusammeln oder so. Und ich habe es einfach nur nicht mal probiert. Das möchte ich nicht. Was ist das? Scheint keine Funktion zu haben. Man kann hier lustigerweise überall rumspringen. Ja, okay. Ja, komm. Die Bombenfähigkeit. Diese Kettenbombenfähigkeit, die wir übrigens auch von normalen Gegnern jetzt bekommen können. Zack. Cool. Ja, es macht schon Bock. Boah, Alter. Aber wie nützlich diese Kettenfähigkeit sein wird, das weiß ich noch nicht so ganz. Und hier muss doch irgendwas sein, oder nicht? Ah, ja, klar. Okay. Dumm. Mega blind. Oh. Na, komm schon. Mann. Okay, jetzt aber.
Auf Zeit? Nein. Nicht auf Zeit. Hä? Man könnte doch dann einfach hier runter und ihn drücken. Also so ganz verstehe ich das nicht. Warum das so mit der Bombenfähigkeit gemacht wurde, weil es soll ja eindeutig mit der Bombenfähigkeit gemacht werden, aber man kann halt auch so hin. Also verstehe ich nicht, warum das so komisch aufgebaut ist. Und hier ist der nächste Waddle Dee, okay. Und First Try, let's go. Alles klar. Oh, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Das sehe ich. Nice, okay. Und Super Lolli? Wofür der denn? Ich versuche einfach mal die ganzen Gegner hier zu besiegen. Ja, schade. Hätte ja sein können. Einfach alles probieren. Alles probieren, was geht. Und fertig. Wir müssen den hier... Was zum Teufel? Wie viel Damage? Wie viel Damage wir dem gemacht haben? Was? Alter! Was zum Teufel? Was war das denn? Oh cool, noch ein Blueprint. Kolossale Schwertblaupause. Ich habe mir gerade tatsächlich gedacht, wann kriegen wir wohl die nächste Blaupause fürs Schwert? Und da ist sie direkt. Geil. Let's go. Also beim Schwert bin ich echt gespannt, was da so abgeht. Blueprint-mäßig. Wir haben immer noch nicht... Ah, cool. Tatsächlich. Da kommt sie. Die nächste Rennstrecke. Wir haben tatsächlich noch immer nicht irgendeine Mission freigelegt. Das ist ein bisschen beunruhigend. Aber gut. Ja, nee. Warum sollte ich da hinten lang fahren, wenn ich da einfach abkürzen kann? Okay. Wir dürfen nicht vergessen, wir können auch springen. Hä? Let's go. Das war richtig schön, die Abkürzung genommen. Ja, richtig schönes Ding. Richtig schön. Nein, was ist das? Was ist das hier für ein Scheiß? Ich dachte, die drehen um, die Viecher. Ach, scheiße. Sind wir noch in der Zeit? Nein. Okay. Ja, wir haben ja sowieso den Stern. Also brauchen wir da auch gar nichts einsammeln. Wird da sowieso alles zurückgesetzt. Also lassen wir es einfach da liegen. Let's go. Oh, nein. Aber... Nein, können wir nicht. Wir müssen komplett durchfahren. Und hier habe ich ja auch beim ersten Mal gehangen. Das habe ich dieses Mal besser gemacht. Nein, mach doch. Mann. Und schön mit der Drehrichtung fahren. Schön mit der Drehrichtung fahren. Okay, let's go. Sieht gut aus. Und hier habe ich mich dieses Mal nicht stoppen lassen.
was trotzdem noch um eine Sekunde verspätet. Bitte? Ja, okay. Was kann man hier besser machen? Geh wahrscheinlich hier direkt nach rechts rüber. Einfach mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen die... Scheiße. Ah, nee, jetzt... Das Ding ist halt, wenn man einen Fehler macht, weiß man direkt... Oh, Moment! Moment, das übe ich, das übe ich. Wir schaffen es sowieso nicht mehr. Okay. Das wird die Abkürzung sein, die wir brauchen, um das Ganze jetzt zu schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, let's go. Dann noch einmal und dann haben wir's. So, hier rüber. Wir haben uns sogar um acht Sekunden verspätet dieses Mal. Krass. Ich meine, ich bin da kurz zurückgefahren, klar. Ach, ich bin da auch runtergefallen an der einen Stelle, ne? Ja, okay. Ja, okay. Dann ist 8 Sekunden sogar noch echt wenig. Let's go. Hier einfach rüber, wie gesagt. Da sind auch Boxen. Warum? Warum sind da Boxen? Ah. Komisch. Und dann hier rüber. Zack. So wird's gemacht. Also wenn wir dieses Mal das Rennen nicht schaffen, dann frage ich mich aber echt, wie man das machen soll. Ja, siehst du. Alter, um 7 Sekunden. Alles klar. Sehr schön. Dann holen wir uns mal unseren Preis ab. Zack. Den Waddle die verpasst? Nein. Bestimmt schon wieder richtig dumm. Ich dachte, wir finden zumindest alle Waddle-Dees. Och, Mann. Als ob. Ich hab noch nicht mal irgendeine Mission. Ich hab noch nicht mal irgendeine Mission abgeschlossen. Ich erreiche das Ziel des ersten Rennens innerhalb von 20 Sekunden. Der Schalter. Oh, und sogar alle drei Kapseln. Okay. Nice. Dann haben wir wenigstens das geschafft. Frag mich, in welchem Ziel, Quatsch, in welchem Level es am besten ist, diese Kapseln zu farmen. Ich meine, ja, man kann sich die Kapseln kaufen, aber wenn man sie sich nicht kaufen möchte, wo es am besten ist, die zu farmen. Wir gehen nochmal rein. Und schließen das Ganze ab. Und dann schaue ich hier mal nach Abkürzungen. Innerhalb von 20 Sekunden. Das dürfte nicht ganz so schwierig sein. Wenn ich mich richtig gut anstelle. Ich glaube, wir hätten es sogar fast geschafft.
ja, okay. Das ist aber schon... Ja. Das ist schon etwas schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich wieder eine Abkürzung verpasst oder übersehen habe, aber ich wollte mich erstmal auf den Level konzentrieren. Also auf die normale Rennstrecke. Und ich weiß auch nicht, ob man... Ja, man darf durch die Gegner fahren. Okay. Ich dachte, dass das vielleicht... einen zu sehr ausbremst. Aber nö. Das ist tatsächlich genau die richtige Vorgehensweise. Okay, hier ist der erste Waddle Dee. Der zweite ist dann in diesem Bonusbereich. Und der vierte ist dann... am Ende der zweiten Rennstrecke. Okay. Der zweite ist hier, ne? Ja. In besagtem Bonusbereich, der hier oben ist. Ah, ja, stimmt. Hau ab. Da oben war der zweite. Und der dritte dürfte jetzt irgendwo hier kommen. Nur wo? Nur wo? Ja, komm, gib mal wieder die Spezialpower wieder. Oh, und? Wir haben gelernt, dass das Aufladen extrem stark ist. Haben wir ja von unseren... ja, von diesen Challenge-Räumen gelernt. Also sollten wir es auch benutzen. Okay. Ja gut, da kann man nicht lang. Dachte, vielleicht könnte man über die Zäune gehen, aber nö. Moment mal, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich hab doch noch hier in diesem Bereich geschaut, ob hier irgendwas ist. Weil mir das so komisch vorkam. Hier überall. Hier vielleicht? Der ist hier auf jeden Fall. Ich höre ihn. Ich sollte mal mehr auf das Geräusch achten. Ha. Irgendwas stimmt hier nicht. Muss man es vielleicht mit den Bomben wegsprengen? Ich hol mir... Aua. Wie er überrollt wurde. Ich hol mal kurz die Bombenfähigkeit. Achso, geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob man das noch machen kann. Ach, Moment mal. Hier. Hier. Alles klar. Okay. Alter, wie dreist. Wie dreist.
Hätte ich hier die Feuerfähigkeit gehabt und hätte mit Feuer rumgespeit, dann hätte ich den bestimmt entdeckt. Und wahrscheinlich muss man auch beim zweiten Level unter 5 Sekunden bleiben, ne? Oder unter 45 oder so ein Scheiß. Aber dafür muss man wirklich alle Abkürzungen mitnehmen. Okay, let's go. Der Run war echt geil. Der war echt verdammt gut. Wäre ich da jetzt runtergefallen, ne? Vielleicht unter 40 Sekunden sogar? Nee, da presche durch die Pappkistenabkürzung. Okay, man musste durch beide. Na gut. Und die letzte Herausforderung wird wahrscheinlich sein, unter 40 Sekunden zu bleiben. Aber wir gehen erstmal ins Ziel. Mit Hilfe eines Superkraft-Lollis. Ja, okay. Das ist nicht schwer. Ihr habt gesehen, wo der Lolli ist. Oh, cool. Gefangene Waddledees. Ihr habt gesehen, wo der Lolli ist. Wäre es jetzt so gewesen, dass man noch die Bestzeit hätte erreichen müssen unter 40 Sekunden. Das hätte ich noch gezeigt. Aber den mit dem Lolli zu besiegen, ist nicht schwer. Man muss halt einfach nur in ihn reinrennen und das war's. Okay, Leute. Lass uns zurück in die Stadt gehen und die Blaupause abgeben. Nee, nee. Wir machen jetzt noch hier die Straßen der Schätze. Am liebsten wären mir zwei. Aber es kommt natürlich auch drauf an, wie lange die dauern. Ringstopfer, okay. Ah, was tue ich? Wie lange haben wir? Eine Minute. Oh, es müssen drei betätigt werden. Ja, haben wir. Okay. Ich dachte, es müssten nur die in der Mitte betätigt werden. Aua. Au. Alter. Die ich aufs Maul bekomme. Scheiße. Au. Da sind ja auch noch welche. Die habe ich voll übersehen. Holy shit. Okay. Weiter geht's. Und da wäre das Ziel. Aber wir werden die eine Minute leider nicht eingehalten. Aber jetzt beim zweiten Mal schaffen wir es. Ja, doch. Ich denke, es ist relativ easy hier, die... Nein, aua. Man darf nicht ins Wasser fallen, das habe ich vergessen. Mann, haut doch ab. Man muss noch nicht mal so genau sein. Alles easy hier. Okay, let's go. Ja, ist easy.
Ist easy machbar. Alles klar. Ich frag mich echt, was die Zielzeiten zu bedeuten haben. Wahrscheinlich nur für Bonus-Coins. Und ich mach das hier die ganze Zeit. Es juckt einfach hinterher nicht, ob man es gemacht hat. Oh Mann, ey. Okay, komm. Machen wir als nächstes. Ah, Moment. Okay. Dachte die ganze Zeit, hier wird irgendwie was sein hinterher, aber nö. Ist einfach nichts. Na gut. Der Boomerang-Schatz. Immer der Reihe nach. Aufladen und werfen. Achso, was ist eigentlich... Was war hier eigentlich? Ringstopfer. Husten ohne Pause. Drehe die Windräder. Okay. Und hier nochmal? Immer der Reihe nach aufladen und werfen. Also wir müssen aufladen. Immer schön auf den Titel hören. Was? Ah, okay. Ah nein, der ist da drüben. Da drüben ist der Schlitz. Komm, mach. Wie lange haben wir Zeit? Eine Minute? 45 Sekunden nur? Okay, nice. Oh, das war's. Alles klar. Let's go. Okay. Der war leichter Raum. Sehr, sehr schön. Wie viele Dinge haben wir noch übrig? Einmal hier den Feuerschatz. Einen Rohrstopferschatz. Und das war's, ne? Ich denke, wir packen hier noch den Feuerschatz rein, weil ich beim Rohrstopferschatz wahrscheinlich etwas länger brauchen werde. Und das hier nur 45 Sekunden dauert. Also, machen wir. Nein, mach. Mach bitte. Let's go. Das ist cool. Okay. Nein, was tust du, Kirby? Bitte, Kirby. Nein, nein, Kirby, du Drecksack, Alter. Mann, wäre er nicht da stehen, also da... Mann, hätte... Ach nein. Oh, es wäre so cool gewesen, hätten wir das einfach First Try geschafft. Hätten wir jetzt beenden können. Mann, Alter. Kirby, das ist dummer Arschloch. Aber habe ich mir auch ein bisschen selbst so zu schreiben, weil ich habe hier am Anfang gedacht, dass das direkt klappt mit einem Mal. Dass wir da einfach mit einem Dash rüberkommen. Als ob. Und man kann sich dann natürlich auch noch mal ins Ziel boosten, woran ich nicht gedacht habe. Ach, Mann, ey.
Sorry, dass ich so oft leise bin während diesen Passagen, aber da muss ich mich einfach mal kurz konzentrieren, damit wir nicht 5 Stunden daran hängen. Okay, cool. Dann möchte ich gerne noch mal kurz hier reinschauen. Rollen und Springen. Rohre und Rampen. Ebenfalls 40 Sekunden. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Part. Alles klar, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es dann erstmal weiter mit Invasion im Horrorhaus. Und dann machen wir im Anschluss hier den Rohrstopferschatz. Obwohl, ja, vielleicht machen wir auch erst den Rohrstopferschatz. Ich denke, ich sollte diese Straßen der Schätze immer am Anfang des Parts erledigen. Und dann halt am Anfang jedes Parts halt einen machen direkt. Ja, ich glaube, das machen wir in der Zukunft so. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls du noch nicht getan habt. Und den, dann. Und mir zum Ende verkackt. RIP. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.